Glaube, dass ein Kind nicht zum Zeitpunkt der Geburt geboren wird, sondern zum Zeitpunkt der Empfängnis. Im Laufe von 9 Monaten entwickelt es sich intrauterin intensiv und bereits in dieser Etappe wird das Paar Eltern. Deshalb ist es wichtig, mit dem Fötus bereits vom Moment der Empfängnis an in Kontakt zu sein. Das Kind empfängt alle Gefühle durch die Frau, die es austrägt. Deshalb soll sie in einer positiven Atmosphäre leben. Ich verrate Ihnen, jede schwangere Frau glaubt, dass sie ein kleines Wunder tut. Und diese Idee ist meiner Meinung nach zu unterstützen. Je wohler und angenehmer sich die Frau fühlt, desto besser geht es ihrem Kind. Daher sollten die potenziellen Eltern und die Frau, die ihr Kind zur Welt bringt, 9 Monate lang zusammenhalten und vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Das ungeborene Kind sollte die Stimmen von Mama und Papa hören. Es sollte Musik hören, die seine Familie mag. So fühlt es ihre Liebe und Fürsorge. Das sind nützliche Emotionen für das Kind. Gleichzeitig können wir keine eindeutige Empfehlung geben, wie eng dieser Kontakt sein sollte, wie viele Male pro Woche sie telefonieren, schreiben und worüber sie sprechen sollten. Zu jeder schwangeren Frau sollte man einen Zugang finden. Dies ist für das Wohlgefühl des Kindes wichtig. Kommen wir zur Vorbereitung auf die Geburt. Zuerst können die Eltern eine Schulung über die Kommunikation mit einem Neugeborenen machen. Dies nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, normalerweise 2 bis 3 Wochen. Die Hauptziele der Kurse sind, ihnen beizubringen, ein Kind zu halten, ihm eine Flasche zu geben und eine Säuglingsnahrung richtig vorzubereiten. Einfach umschrieben beherrschen die werdenden Mütter und Väter grundlegende Fähigkeiten in der Kinderbetreuung. Darüber hinaus lernen sie in solchen Kursen viele Tricks, wie sie beispielsweise genug Schlaf bekommen können, wenn das Neugeborene zu Hause ist. Ich möchte nicht auf Einzelheiten eingehen, aber trotzdem will ich vom Thema abweichen und Ihnen einen Trick erzählen. Ein gesundes Baby hat einen sehr ausgeprägten Saugreflex. Manchmal saugt das Kind so aktiv eine Mischung aus einer Flasche, dass es viel Luft schluckt. Die Luft streckt den Magen und das Sättigungsgefühl kommt sehr schnell. Nach einer halben oder einer Stunde ist die Luft weg. Das Magenvolumen nimmt ab und das Kind hat wieder Hunger. Wenn Sie jedoch eine Flasche richtig auswählen und einen Schnuller richtig darauf platzieren, können diese Probleme vermieden werden. Dann bekommt das Baby die richtige Menge Milch und schläft ruhig 3 Stunden lang. Kommen wir zum Thema Schwangerschaft und Geburt zurück. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Partnergeburt sein sollte. Es ist sehr wichtig, dass Mama und Papa die Ersten sind, die die Augen des Babys sehen, seinen ersten Schrei hören und die Nabelschnur selbst abschneiden. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn die Eltern ihrem Kind die Nabelschnur abschneiden? Sie geben ihm ein neues Leben, übernehmen die Verantwortung. Dies ist ein erstaunlicher Moment. Die Eltern sollten also zunächst verstehen, aus welchen Etappen die Geburt besteht und wie sie verlaufen. Das gesamte Verfahren kann entweder 2 oder 24 Stunden dauern. Aber alles beginnt mit der ersten Etappe, dem Vorrücken des Kindes durch den Geburtskanal und der Öffnung des Gebärmutterhalses. Diese Etappe ist sehr schmerzhaft. Je schmerzhafter und intensiver die Wehen sind, desto schneller wird das Baby geboren. Die zweite Etappe sind die Presswehen. In dieser Etappe lässt der Schmerz nach, die Wehen werden jedoch viel stärker. Dazu kommen Presswehen. Das heißt, die Bauchmuskeln beginnen zu arbeiten. Während dieser Zeit wird das Kind geboren. Dies kann entweder 20 Minuten oder 2 Stunden dauern. Alles ist individuell. Das Wichtigste in dieser Etappe ist Geduld. Die Ärzte halten alles unter Kontrolle. Sie hören den Herzschlag des Babys und verstehen, wie es sich fühlt. Die Eltern sollten jedoch die allgemeinen Tatsachen über den Zustand des Kindes kennen, um die Situation zu beherrschen und sich weniger Sorgen zu machen. Zum Beispiel sollte die fetale Herzfrequenz ungefähr 140 bis 160 Schläge pro Minute betragen. Wenn das Herz öfter oder langsamer schlägt, kann es für das Kind unbehaglich sein. Oder ein anderes Beispiel, es kommt vor, dass Komplikationen bei der Geburt auftreten. Zum Beispiel eine enge Nabelschnurumschlingung um den Hals. Dies führt zu einem blauen Gesicht des Kindes bei der Geburt. Die Eltern, die bei der Geburt anwesend waren, können darauf leichter reagieren. Sie verstehen, dass dies keine Krankheit, sondern ein vorübergehender Zustand ist. Nach der Durchtrennung der Nabelschnur wird das Kind mindestens für 2 Stunden auf die Brust seiner Mutter oder seines Vaters gelegt. So kommt das Neugeborene den Eltern näher, hört ihren Herzschlag, spürt ihren Geruch. Beim Hautkontakt bekommt das Kind die Mikroflora der Eltern. Es ist sehr gut, wenn das Baby anfängt, sie zu lecken oder zu saugen. Oft fragen die Eltern, was sie in jeder Etappe der Geburt tun sollten und wie sie der Frau bei der Geburt helfen könnten. Diese Frage sollte vor allem an die Frau selbst gestellt werden.
Einige von ihnen ballen die Hände zur Faust und wollen während der Entbindung zu niemandem Kontakt haben. Andere hingegen bitten, dass jemand ihre Hand hält und mit ihnen redet. Persönlich versuche ich immer, der Frau, die das Kind zur Welt bringt, in die Augen zu sehen, und ich rate den Eltern, dasselbe zu tun. Während der Geburt hat eine Frau viel Schmerzen und ein solcher Kontakt beruhigt sie. Es ist, als ob sie sagen würden, du bist nicht allein, du hast Unterstützung. Und es hilft wirklich. Abschließend möchte ich eine einfache Wahrheit sagen. Für eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, ist es wichtig zu verstehen, dass sie dies nicht vergebens getan hat. Jede von ihnen ist wahnsinnig glücklich, wenn die Eltern das übliche Danke sagen.